Thorald Rhein, sehr erfahrener Skilanglauf-Rennläufer. Du warst dreimal aktiv bei Olympischen Spielen dabei, einmal als Trainer und Servicemann. Bist zig Weltcups gelaufen, auch Weltmeisterschaften und seit über 40 Jahren auch als Trainer und Wachser im Einsatz. Was hat dich am Skiwachs Flexit, an dem Flüssigwachs, an dem Produkt überzeugt? Was sagt dir das Konzept schon? Easy, fast und clean. Also einfach, schnell, sauber, dass man in kurzer Zeit umweltfreundlich seine Ski präparieren kann und auch für die Gesundheit, also keine Bügeldämpfe mehr, kein Flurdämpfe mehr einatmen muss. Das ist das Konzept und das hat mich von Anfang an überzeugt, dass ich einfach und schnell meine Ski machen kann und auch für die, die nicht so geübt sind im Ski machen, ein einfaches Konzept, wo die ihre Ski mit präparieren können. Was hat Flexit für Vorteile sowohl für Einsteiger im Skilanglauf als auch für ambitionierte Hobbyläufer, Rennläufer bis hin zu Weltcup? Wie viel Zeitersparnis? Wie schnell kann man trainieren, wenn man das Wachs aufträgt? Wie gesagt, das Konzept heißt natürlich dann konkret für den Hobbyläufer, der nicht so geübt ist im Skimachen, er kann einfach ohne Bügeleisen, ohne großes Equipment seine Ski präparieren und kann damit einfach Spaß haben. Für die Rennläufer ist der Vorteil, unser Produkt ist extrem langlebig und nimmt sehr wenig Schmutz auf und garantiert dadurch natürlich eine lange, also wir haben bis 70 Kilometer getestet, dass du kaum Abfall hast und dass der Ski langsamer wird. Wie lange ist Flexit schon in der Erprobung und in der Testphase? Wir sind jetzt seit 2 Jahren in der Testphase, haben uns wirklich Zeit genommen mit den Tests und haben auch viel rumprobiert, viel getestet, weil wir gesagt haben, wenn wir auf den Markt gehen wollen mit diesem Wachs, dann wollen wir konkurrenzfähig sein. Was hat dir Flexit in deinem Skikeller, wo du teilweise bis zu 70 Paar Ski für Schülercups und Mannschaften herrichten musst, erbracht? Gut, die Zeitersparnis natürlich ist der eine Punkt. Das heißt, ich spare mit Sicherheit 60-70% der Zeit ein. Und was für mich jetzt im fortgeschrittenen Alter sicherlich auch wichtig ist, ist einfach der Gesundheitsaspekt. Ich habe keine Bügeldämpfe mehr, das kann ich natürlich minimieren mit einer Maske, aber ich möchte natürlich nicht 5-6 Stunden mit Maske im Keller stehen, sondern ich möchte einfach und mit Spaß die Ski präparieren. Und wenn ich, wie gesagt, 50-60 Paar habe, dann habe ich einfach ein riesen Zeitersparnis und ich habe zu Hause auch nicht den Ärger mit der Frau, dass die sagt, es stinkt schon wieder nach Wachs.